Godzilla, Mechagodzilla, Mothra und viele mehr spielen in den Stop-Motion-Filmen von Michael Gofsky die Hauptrolle. In diesem Jahr ist der Boitzenburger sogar für den begehrten YouTube-Preis, den Julius Award, nominiert. Wir haben ihn in seinem Filmstudio unter dem Dach besucht. Wenn Michael Gofsky die zweite Etage seiner Wohnung betritt, sieht man ihn oft 4 Stunden nicht mehr wieder. Unter dem Dach dreht er in seinem kleinen Filmstudio sogenannte Stop-Motion-Filme. Zu seinem Hobby kam er eher per Zufall. Ich habe gesehen, der Godzilla von 1954 ist jetzt gerade auf den Markt gekommen, was mein absoluter Lieblingsfilm von allen Genres ist. Deswegen kaufst du dir. Und dann habe ich mir den halt bestellt und dann ist er halt beim Zoll gelandet in Ludwigslust. Und dann bin ich da halt hingeeiert und dann fragten mich die Leute so, ja, was macht man denn mit solchen Figuren? Und ich so, aus Jux und Dallerei raus, ich mache damit Filme. Und ich wusste gar nicht, was ich da eigentlich sage. Und dann bin ich halt wieder nach Hause gefahren und habe dann halt im Play Store nach meiner Stop-Motion-App gesucht und habe einfach losgelegt. Ne? Unter dem Künstlernamen No Budget Nerd gründete er vor 2 Jahren einen YouTube-Channel. Sein erstes Video trägt den Titel Godzilla vs. Jealousy. Die Idee für die Handlung seiner Filme kommen dem 33-Jährigen meist spontan. Also ich schreibe selber mir kein Skript. Ich habe einfach nur eine Grundidee, sagen wir mal. Ich möchte jetzt Godzilla gegen Mechagodzilla kämpfen lassen. Und denk mir dann einfach quasi irgendwie so eine Grundgerüst-Story aus und einfach eigentlich lege ich bloß los. Das meiste kommt direkt beim Animieren. Ich arbeite ja auf einem Tisch und filme ja von unten, damit die Viecher ja schön groß aussehen. Und sagen wir mal, die beiden hängen gerade so im Clinch miteinander und ringen miteinander. Dann kommt meistens irgendwie so ein Geistesblitz. Ach, eigentlich kannst du ja mal versuchen, weiß nicht, dass Godzilla bei Mechagodzilla so einen Vertical Suplex macht, aus dem Wrestling zum Beispiel. Und dann mache ich das halt irgendwie. Und das kommt bei den Fans an. Während sein erstes Video lediglich 3546 Klicks in den vergangenen 2 Jahren bekam, sahen seinen aktuellen Film Terror of Monster Zero bereits knapp 16.000 Menschen in nur 2 Wochen. Seinen bisher größten Erfolg feierte der Boitzenburger mit Mothra, A Lava Story. Gut 113.000 Menschen schauten sich dieses Duell zwischen Godzilla und Mothra bisher an. Wie viel Arbeit hinter einem Stop-Motion-Film steckt, wird schnell klar, wenn man Michael bei der Arbeit zusieht. Stop-Motion ist eine alte Tricktechnik und das bedeutet, es ist quasi eine riesige Diashow. Ne, also ich stelle die Figur hin, bewege sie einen kleinen Millimeter und mache dann ein Foto. Bewege sie wieder einen kleinen Millimeter und mache wieder ein Foto. And so on, and so on, and so on. Und viele meiner Filme bestehen halt aus 8.000 bis 10.000 Bildern und es dauert Monate. Ne? Denn noch die ganze Nachbearbeitung und all so ein Blödsinn. Ja, es ist viel Arbeit, macht aber viel Spaß und den Fans gefällt es tatsächlich. Ne? Und zwar so sehr, dass er in diesem Jahr für den begehrten Julius Award nominiert ist. Der Julius Award richtet sich an YouTuber mit weniger als 10.000 Followern und soll so den Nachwuchs fördern. Der Julius Award, der ist entstanden aus einem Netzwerktreffen von kleinen YouTubern in Nordrhein-Westfalen. Wir haben gesagt, eigentlich müsste es mal so einen Preis geben, weil es eben ganz viele tolle, kleine, kreative Kanäle gibt, die im Dschungel untergehen, im YouTube-Algorithmus. Leider gab es ihn nicht und dann hat es Heft in die Hand genommen und haben angefangen, den selbst zu organisieren. Und das machen wir jetzt zum 5. Mal. Sollte Michael Gofsky gewinnen, winkt ihm ein Preisgeld von 500 € sowie Lizenzen für 2 YouTube-Tools. Das Preisgeld könnte der No-Budget-Nerd dann einsetzen, um sein großes Wunschprojekt zu finanzieren. Es gibt eine Sache, die ich weiß, die ich mal irgendwann machen möchte. Und zwar ist das, ich möchte irgendwann mal keinen Godzilla-Film machen, sondern irgendeinen Stop-Motion-Horrorfilm mit, ich weiß nicht, entweder mit Chucky oder mit Jason oder Michael Myers, keine Ahnung. Und da mal so richtig die Fetzen fliegen lassen, weil
Ich bin natürlich auch großer Horrorfan und in meinen Godzilla-Filmen fließt natürlich auch immer ordentlich Blut. Aber ich will es mal so richtig übertreiben. Und das Video wird dann auch höchstwahrscheinlich ab 18 sein, weil das sollten Kinder dann nicht sehen. Zum Schluss hat Michael Gowski noch einen Rat für alle, die jetzt Lust bekommen haben, auch einen Stop-Motion-Film zu drehen. Macht es einfach. Einfach machen. Ich hab auch nichts anderes gemacht. Das ist, wie gesagt, durch einen dummen Zufall entstanden und ich hatte einfach Bock und hab's gemacht. Mehr kann ich dazu nicht sagen.